Hallo, ihr süßen Puppis, ich bin's, eure Jurassic Park, mal wieder live aus Berlin. Und heute ist der 2. November 2020, also pünktlich zum nächsten Lockdown, habe ich mir gedacht, schminke ich mich heute mal, weil nämlich ganz, ganz viele von euch haben auf Facebook und auf YouTube und auf Instagram gefragt, ob ich mich mal wieder schminken möchte live und erklären möchte, wie ich mein Gesicht mache. Das mache ich sehr gerne. Dazu muss ich Folgendes sagen. Ich bin kein Schminkprofi. Ich kann nur ein Gesicht und ich sehe immer gleich aus. Und ich habe auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. So wie ich das mache, so habe ich mir das selber irgendwie beigebracht. Und ich sage euch, es gibt ganz, ganz viele andere Drag Queens im Internet, die sich wirklich viel besser schminken können als ich und euch, glaube ich, auch viel besser erklären können, warum man was wie macht. Aber trotzdem scheint es ja irgendwie für euch interessant zu sein. Deshalb mache ich das jetzt trotzdem mal. Wir fangen an mit Augenbrauen abkleben. Das ist ja das große Geheimnis, wo immer ganz viele, die noch keinen Plan haben von Drag, keine Berührungspunkte haben mit Drag, immer sagen, du kannst auch keinen Kleber in dein Gesicht schmieren. Doch, das kann man sehr, sehr gut. Denn nämlich, ich habe keine Lust mehr, meine Augenbrauen abzurasieren. Das kann man natürlich auch machen. Das machen ganz, ganz viele Kolleginnen, machen das auch. Ich möchte aber im wirklichen Leben gerne mit Augenbrauen rumlaufen. Das gefällt mir persönlich einfach besser. Ich benutze dafür einen Klebestift aus Amerika. Ich erzähle euch gleich, warum ich den falschen gekauft habe oder dass ich euch den falschen gekauft habe. Ihr seht das. Ich reibe das einfach in die Augenbraue rein und dann verteile ich das mit dem Finger nochmal und lasse das erstmal antrocknen. Das Produkt heißt Elmer's Glue Stick und ist aus Amerika. Den gibt es in Deutschland nicht. Ich weiß nicht so genau, warum der jetzt so beliebt ist. Es gibt aber einen von Elmer's Glue Stick, der ist lilafarben. Und der trocknet an und wenn er trocken ist, ist er dann durchsichtig. Und der ist besser für Augenbrauen abkleben. Gibt es auf Amazon und gibt es nett zu kaufen. Ich habe mir letztes Jahr, glaube ich, Großpackung. Ich glaube 20 Stück bestellt und dann kamen die an und dann habe ich gemerkt, dass ich die falschen bestellt habe. Nämlich nicht die lilafarbenen, sondern die, die nur weiß sind. Die gehen auch, aber tatsächlich ist der lilafarbene besser. So, die erste Schicht ist getrocknet. Ich mache immer zwei Schichten. Das reicht mir. Ich mache jetzt die zweite einfach drüber. Achso, ich entschuldige mich für meine ungepflegten Fingernägel. Da wurde ich irgendwann mal drauf aufmerksam gemacht. Die sind aber diesmal wirklich ganz schlimm, weil nämlich Klaus, mein Mann und ich, wir nämlich seit anderthalb Wochen Urlaub haben und wir haben eine neue Küche bestellt und wir bauen sie selbst ein. Seit anderthalb Wochen baue ich Küche. Es macht, wenn man am Tag dann damit fertig ist, dann macht es auch wieder Spaß, weil man dann die Ergebnisse sieht und sich wirklich freut. Aber deshalb, ich habe gerade Handwerkerfinger. Selbst ist die Frau. So, ich ziehe jetzt hier, wie ihr seht, ein bisschen das so straff. Und dann werde ich nochmal so eine zweite Schicht Kleber drauf machen. Viel hilft viel, ist mein Motto. Und jetzt nehme ich einfach so ein ganz, ganz, das ist hier von Maybelline, ist alles ein bisschen mistig, weil es sind Arbeitswerkzeuge. Das ist von Maybelline New York. Liebe Grüße an Maybelline. Das ist hier einfach so ein Kompaktpuder. Keine Ahnung, den habe ich irgendwann mal gefunden, wieder in meiner Schublade. Da werde ich jetzt einfach, gehe ich hier mit so einem Dingens da rein und dann decke ich einfach das jetzt auf den frischen Kleber so drauf, decke das halt hier so mit ab, damit, wie ihr seht, die Augenbraue schon mal irgendwie ein bisschen weg ist, überdeckt ist. Und die ganze Scheiße trocknet jetzt auch nochmal an. Aber guck mal, ist das jetzt schon süß gestaltet? Ist das süß gestaltet? Süß. Ihr seht im Hintergrund mein Dragzimmer. Da oben diese Dinger da. Das sind Leuchtstoffröhren, die hat mir Klausi irgendwann mal installiert. Die mache ich oben an. Das ist das Oberlicht von meinem Greenscreen-Studio. Weil dahinter ist, da steht ein Kleiderschrank, da sieht er die Verspiegelung. Und da hänge ich immer ein Greenscreen vor und dann filme ich davor Dinge. Und das ist mein toll selbstinstalliertes Oberlicht. Ich weiß, bei richtigen InfluencerInnen sieht das immer viel professioneller aus. Bei mir ist alles Marke Eigenbau.
jetzt kommt die Grundierung. Dafür benutze ich handelsübliche, die heißen, glaube ich, Make-up-Eier, Make-up-Schwämmchen. Gibt es bei Rossmann. Da gibt es auch teure, die kosten pro Stück 4,99. Da gibt es auch die preiswerten für 1,19 oder so. Ja? Und dann benutze ich, Grundierung ist ganz wichtig, Krulan ist meine Marke. Das ist Bühnentheater-Make-up. Das ist wahnsinnig fettige Fettschminke, die wirklich alles überdauert und alles überschminkt, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Ja, das ist die Sorte 3W. Schaut mal, so sieht das aus. Und das mache ich jetzt hier in Schwämmchen rein und dann werde ich einfach mal jetzt so richtig schön großflächig mein Gesicht einölen. Ach, ich habe mir vorhin mal die Nase putzen sollen. Immer wenn ich anfange, mich zu schminken, läuft dann auch sofort meine Nase. Es ist immer dasselbe. Aber gut. Meine Mutter sagt auch immer, hochziehen, ihr Kind zieh nicht hoch. Aber andererseits, was soll man machen? Weil, wenn man einmal angefangen hat, sich zu schminken, dann ist Naseputzen unmöglich. Man sieht halt beim Schminken immer so ganz toll, weil man den Mund immer so schön macht. Sieht Mama aus wie ein Zombie. Dabei ist doch Halloween schon vorbei. Ganz wichtig ist auch immer nicht hier am Gesicht aufhören, sondern auch immer den Hals runterschminken, weil sonst hat man einen Make-up-Rand. Und die Original-Halsfarbe ist halt natürlich nicht die gleiche wie die Farbe der Grundierung. Deshalb immer auch ein bisschen weiter runter. Natürlich darf die Stirn nicht fehlen. Ich lasse die Augenpartie und auch die Augenbrauenpartie lasse ich noch frei. Das sieht so süß jetzt gerade schon wieder aus. Weil ich da nämlich mit einer anderen Farbe gleich rangehe. Werdet ihr da gleich sehen. Fertig. Jetzt nehme ich ein anderes Schwämmchen. Das ist für die hellere Grundierung. Zeige ich euch jetzt. Da hätte ich mir jetzt auch gleich nochmal Neues kaufen können, weil nämlich das ist schon fast alle. Das ist auch Supracolor Fettschminke. Das ist jetzt aber ein hellerer Ton. Seht ihr hier in der Ecke ist noch was drin. Ich vergesse die ganze Zeit zu Krulan zu gehen, um neue Grundierung zu kaufen. Das ist fürchterlich. So, gehe ich da wieder rein. Und jetzt werde ich nämlich, wie ihr seht, hier um die Augen rum und auch über den Augen, wo die Augenbrauen mal waren, mache ich das jetzt heller. Das öffnet gleich das Auge, macht so einen freundlichen, gesunden Blick. Da könnte man fast meinen, ich hätte gut geschlafen, ernähre mich gesund, mache viel Sport und trinke sehr, sehr viel Wasser. So sieht man dann aus. Guck mal hier. Auf die Augenbrauen, da tupfe ich immer nur, weil ich habe auch dann immer Sorge, dass ich ansonsten da wieder was von diesem ganzen Kleber runterziehe. Da muss man ein bisschen vorsichtiger sein. So. Dann gehe ich hier noch ein bisschen weiter hoch in die Stirn. Warum? Ehrlich gesagt, das weiß ich nicht so genau. Also ich kann euch sagen, wie es dann später aussieht und warum er das macht. Aber das ist halt dieses, Contouring oder wie das bedeutet. Da einige Stellen des Gesichts werden halt dann hervorgehoben. Und die anderen treten in den Hintergrund. Da könnt ihr aber gerne mal die Kim Kardashian fragen. Die kennt sich damit gut aus. Hier am Kinn mache ich noch ein bisschen. Ich weiß nicht. So. Dann werde ich das hier mit der Rückseite schwimmt ja auch noch so ein bisschen ausfaden. Und hier oben auch noch. So. Ich mache jetzt nicht so ein krasses Contouring wie viele Kolleginnen von mir, wo ich jetzt noch mit brauner Fettschminke raufgehen würde und das auch noch stark mit dunklen Linien konturieren würde. Das mache ich nicht, einfach weil ich so komme so gut zu Rande und ich habe halt sowieso immer nicht so ein mega krasses Drag-Make-up. Irgendwie mir persönlich gefällt es an meinem Gesicht nicht so gut. So, jetzt habe ich noch ein weiteres Produkt von Krulan und zwar ist das transparenter Puder. Das gibt es in so großen Dosen, das sind 60 Gramm, hält wirklich ganz, ganz lange. Und dann habe ich hier so eine Puderquaste und jetzt werde ich erstmal ganz, 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 ganz stark und großflächig mein Gesicht abpudern. Und nicht vergessen natürlich auch den Hals. Nicht vergessen, den Hals nicht zu vergessen. Denn auch da ist Gesicht. So,
apart. Danach erstmal Elnett, das Haarspray der Stars. Ich mache ja wirklich seit Jahren und in den letzten Monaten wirklich verstärkt Schleichwerbung für Elnett. Ich werde dafür nicht bezahlt, leider. Und ich warte immer noch auf meinen Werbevertrag mit Elnett. Ich liebe Elnett, aber nur fürs Gesicht, wie ihr wisst. Das ist das Elnett Haarspray in normaler Halt, das rote. Und das kommt jetzt drüber und dann hält das alles besser. Ich liebe den Duft, das macht für mich Travestie. Das Haarspray, das ist das. Süß, auch diese roten Ränder von meinen entzündeten Augen. Naja, ich bin halt einfach auch eine Süßmaus. Ich bin eine Süßmaus. Weiter geht's. Jetzt passt auf. Jetzt Stichwort Contouring. Ich werde jetzt ein bisschen Contouring machen, aber wirklich jetzt nicht so dolle. Ich nehme ja einfach so ein billiges Bronzing Powder. Ist von Essence, von Rossmann. Kostet ganz, ganz wenig Geld. Ist auch nicht das Top-Produkt, ganz ehrlich. Aber meine Güte, man nimmt halt, was man bekommen kann. Ich nehme jetzt mal so einen etwas fluffigen Pinsel und werde jetzt hier einfach mal so ein bisschen oben an der Stirn, mache ich das so ein bisschen dunkler, damit auch meine sehr, sehr hohe Stirn, also ihr seht euch, ich bekomme ja auch langsam furchtbar starke Geheimratsecken. Ich bin halt ein 40-jähriger Mann und da fängt halt irgendwann auch der Haarausfall an. Ich habe das große Glück, dass hier hinten ich keine Platte bekomme, aber hier vorne wird es halt immer weniger. Ich glaube, ich bin so ein Stirnglatzenpatient. Wir beobachten das weiter argwöhnisch. Naja, wir werden sehen, wie sich das so entwickelt. Habe ich nichts anderes, was ein bisschen brauner ist? Ach ja, genau. Ich habe hier auch noch von Essence, auch sehr, sehr preiswert, eine Contouring Duo Palette. Auch kein Profi-Produkt. Aber das habe ich auch noch da gehabt. Und das ist ein bisschen dunkler. Guck mal, da kann man hier in der Ecken schön dunkel ausmalen. Seht ihr das? Und dann wird meine Stirn gleich, also der ganze obere Kopf wird halt gleich, tritt halt gleich ein bisschen in den Hintergrund und man sieht halt nicht so stark, was ich für eine riesige Stirn habe. Ja, das sieht auch schon viel besser aus. Guck mal hier. Oh, okay. Huch. Ein bisschen viel geworden. Na gut, ist so. Es geht aber. Ein bisschen viel jetzt geworden. Na gut, dann mache ich das hier noch schon mal so als Vorbereitung. Male ich mir hier schon mal so ein bisschen eine Wangenkontur, damit ich schon mal so ein bisschen weiß, wie mein neues Gesicht zu sein wird. Guck mal, ist das gleich süß gestaltet. Mache ich so ein bisschen. Ich mache heute auch ein bisschen mehr, merke ich gerade. Ich denke mir so, meine Güte, fürs Video, da kann man ja auch mal ein bisschen mehr machen. Guck dir, ist das süß schon gleich. Und dann noch mache ich gerne auch hier unten mein Kinn ein bisschen unauffälliger. Das bedeutet, ich male mir hier auch mit dem Braun so ein bisschen so eine, na, siehst du das? So eine Linie. Guck, und das mach gleich auch, weil ich habe nämlich sehr ausgeprägte, wie heißt das hier, Kieferecken. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, also ihr wisst. Und da mache ich mal so ein bisschen hier so braun, damit die auch so ein bisschen im Hintergrund treten und die Jessica später halt so ein wahnsinnig süßes, weibliches Gesicht hat. Soft, fast wie ein Einhorn oder eine Fee. So ist die Jessica. Die Jessica ist ja sehr fraulich. Das Ding ist, ich glaube, so geht es jedem oder jeder, der die Gesichter schminkt. Ich habe eine Seite, wo immer alles hervorragend funktioniert. Das ist bei mir, von mir aus gesehen, meine rechte Seite, weil hier auch meine rechte Hand ist, mit der ich einfach wunderbar besser arbeiten kann. Und meine linke Gesichtsseite von mir aus gesehen, die wird halt immer scheißerer. Jetzt werde ich mir erstmal kurz meine Patschehändchen ein bisschen sauber machen, weil nämlich die ganz schön fettig und eingesapscht sind. Von daher immer Feuchttücher da haben. Feuchttücher, ich weiß, es ist, glaube ich, nicht relativ umweltbewusst, Feuchttücher, aber Travestie ist auch nicht umweltbewusst. Was soll ich da sagen? Es gibt leider
viel zu viel Plastik in der Travestie. Aber vielleicht wird sich das auch irgendwann nochmal ändern. Momentan ist das nicht der Fall. Jetzt Augenbrauen. Klappt die Seite auch immer viel besser als die andere. Aber guck mal, meine Augenbrauen sieht man jetzt gerade gar nicht mehr. Also ich kann jetzt neue Augenbrauen aufmalen, ohne dass meine alten, dass ich meine alten erstens noch sehe oder sie irgendwie selbst auch behandeln muss. Augenbrauen. Da male ich, warte mal, da habe ich doch ein neues Produkt neulich gekauft. Und zwar habe ich mir gekauft Eyebrow Gel Pen. Der ist von Rival de Loup. Auch eine preiswerte Marke von Rossmann oder wie ich sage Rossmange. Und ich glaube, damit komme ich ganz gut zur Rande. Das ist irgendwie so ein Stift, den kann man so rausdrehen. Und ich habe den jetzt erst einmal benutzt, weil ich sonst halt immer so ganz normale Augenbrauenstifte benutzt habe. Aber die sind mir halt immer zu hart. Also weil wenn man damit anfängt, damit zum Augenbrauenstifter die Augenbraue raufzumalen, dann kratzt man die ganze Grundierung wieder mit runter. Vielleicht ist das bei anderen Kolleginnen nicht so, vielleicht mache ich es halt einfach auch nur scheiße. So, dann nehme ich jetzt erst einen helleren, weil ich habe nämlich zwei Farbtöne von diesen Augenbrauenstiften, einen helleren und einen dunkleren. Ich werde aber die Kontur erstmal mit hell malen, weil falls ich mich vermale, man das nicht so dolle sieht. Guck mal, wie toll das klappt. Und Augenbrauen ist immer schwierig. Also, es ist furchtbar. Guck mal hier. So. Wenn man ganz genau sieht, meine richtige Augenbraue wäre hier unten. Also, ich male das wirklich über meine echte Augenbraue. Schon jetzt sehr süß. Das ist auf jeden Fall, das ist Übung. Also ich habe jahrelang an den Augenbrauen geübt. Manchmal klappen sie immer noch nicht. Ich hasse es. Da braucht man wirklich Übung und Erfahrung mit. Nee, also ich muss wirklich sagen, diese Stifte sind toll. Ich kann nochmal Eyebrow Gel Pen von Rival de Loup kann ich wirklich nur empfehlen. Finde ich toll. Und die waren auch preiswert. Ich würde sagen, also ich kann es ja nicht genau sagen, aber ich denke mal, 2 Euro mehr wird das Ding nicht gekostet haben. So, jetzt mache ich die andere noch. Jetzt wird es wieder schwierig. Ihr werdet den Spruch kennen, ein kluger Mensch, ich weiß nicht wer, hat irgendwann mal gesagt, vielleicht ist es auch irgendwie so eine Make-up-Schulen-Regel. Augenbrauen sind keine Zwillinge, sondern Schwestern. Das beschreibt das ganz gut. Die werden sowieso nie gleich aussehen. So, aber damit bin ich jetzt erstmal zufrieden mit dem Ergebnis. Jetzt male ich das noch ein bisschen aus. Aber ich würde die gerne noch ein bisschen mehr ausmalen. Die sehen jetzt so fleckig aus. Vielleicht werde ich jetzt einfach noch mal mit dem Dunklen... Ach, siehst du, der Dunkle ist noch gar nicht benutzt. Also habe ich den anscheinend das letzte Mal noch gar nicht benutzt. Aber vielleicht kann ich da noch mal so ein bisschen... Ah ja, kann ich hier die Kontur noch mal... Da muss ich jetzt ein bisschen nachbessern. Ich habe mir neulich neue Pinsel gekauft, weil ich habe wirklich, ich muss wirklich gestehen, ich bin halt wirklich kein Schminkprofi. Ich habe Pinsel bei mir gefunden, die ich seit Jahren benutze. Ich glaube, die habe ich schon 10 Jahre in Benutzung oder so. Bin auch nicht so die Pinselpflegerin. Nervt alles, muss ich wirklich sagen. Und ich habe mir jetzt endlich mal neue Pinsel, auch von Rossmange, eine weltneue gekauft. Und ich freue mich wahnsinnig, weil es ist doch ein großer Unterschied mit so neuen Pinseln. So, jetzt werde ich mal noch mit so Lidschatten, nee, es ist hier wieder die Contouring-Palette von Essence. Und hier so einen kleinen Spitzenpinsel werde ich jetzt noch mal auch mit dem Braun, womit ich mich vorhin konturiert habe. Ich benutze wirklich viele Produkte einfach auch für viele verschiedene Dinge. Also nur weil da Contouring draufsteht, heißt das ja nicht, dass man das nicht auch für Augenbrauen benutzen kann. Das ist ja völliger Unsinn, sowas. So, ich habe jetzt hier auch, ich habe neulich mein Fummelzimmer aufgeräumt und habe auch meinen Schminkplatz gesäubert und aufgeräumt. Ihr seht jetzt davon nicht viel, aber der ist wahnsinnig ordentlich und sauber. Und da habe ich auch ein Lidschattenpalettchen gefunden von MAC. Ich glaube, das hat mir mal mein Bekannter Christian Tesch
geschenkt. So ein Instagram-Influencer, Schminkboy. Und da werde ich jetzt einfach mal hier dieses hellere Braun nehmen, weil ich werde mir jetzt einfach mal hier so eine, meine Nase ein bisschen konturieren. Weil ich habe nämlich ein ganz klein bisschen so eine schiefe Nase. Die geht übertrieben gesagt, geht die nämlich so. Das werdet ihr jetzt gar nicht so sehen, aber es ist wirklich eine Nase, die liegt in meiner Familie. Mein Vater hat genau die gleiche Nase. Das ist jetzt überhaupt nicht tragisch und ich käme niemals auf die Idee, mir da irgendwie eine Nasenkorrektur verpassen zu lassen oder ähnliches. Aber da man ja das große Glück hat als Transvestit, dass man Make-up benutzen kann, versuche ich immer meine Nase so ein bisschen zu begradigen, indem ich einfach mir eine Nasenkontur an der Seite aufmale, wo eigentlich noch der Nasenrücken ist. Hier nämlich. Sieht man das? Irgendwie so rot geworden. Warum? Scheiße. Ich verbinde auch immer meine Nasenkontur mit meinen Augenbrauen. Ich weiß nicht genau, warum ich das mache. Ehrlich gesagt, ich glaube, weil ich es gar nicht anders kann. Und mittlerweile schon Menschen mich auf Instagram verlinken, die sich auch geschminkt haben und dann auch aus Versehen sich solche Nasenkontur-Augenbrauen verbundenen Gesichter malen. Und dann schreiben sie immer drunter, guck mal, ich sehe aus wie Jurassic Parker. Das finde ich sehr lustig und behalte das jetzt einfach auch so bei. Wie gesagt, weil ich es auch nicht besser kann. Anscheinend ist das zu meinem Markenzeichen geworden. Ach guck mal, jetzt habe ich hier noch in meiner tollen Contouring-Palette habe ich noch so ein Rest Helles gefunden. Helles Braun. Das passt viel besser zu meinen Augenbrauen. Da werde ich mich die Augenbrauen jetzt hier nochmal so ein bisschen absoften und verbinden irgendwie. Ja, das sieht Jurassica. Ich muss jetzt mal ein bisschen mehr da Weiß reinbringen. Ich habe einen weißen Highlighter, das ist ein Trockenrouge, heißt das, auch von Kryolan. 15 Gramm, in so 15 Gramm Töpfchen, das sieht so aus, mir ist das neulich runtergefallen. Das, bitte passt auf, wenn euch sowas runterfällt, wenn ihr ganz, ganz tolles Pech habt, dann zerspringt alles und dann habt ihr nur noch Brösel in eurem Tiegelchen. Mir ist zum Glück nicht alles zerbröselt, aber hier sieht das so schön, wie es da, ja, ist ganz toll. Und das ist die Farbe Highlight Matt. Finde ich ganz toll. Das ist nicht zu dolle Weiß. Das ist halt so ein, wie sagt man dazu, Eierschale. Da nehme ich so ein ganz, ganz kleines, dünnes Pinselchen. Das ist auch noch eins von meinen alten dünnen Pinselchen. Das stimmt gar nicht. Und werde jetzt mal hier oben unter meiner neuen Augenbraue das nochmal weißer machen, damit der Kontrast einfach noch mal besser ist. Ne? Es hebt gleich das ganze Auge. Seht ihr das? Denke ich mir jetzt so. Das sagen die bei so Make-up-Sachen auch mal. Es hebt das Auge. Also sage ich das jetzt auch mal. So, und dann gehe ich hier auch weiter runter Richtung inneres Auge. Und dann versuche ich mit diesem sehr ollen und sehr borstigen Pinsel, werde ich jetzt hier noch in der Mitte auf meinem Nasenrücken eine weiße Linie versuchen hinzubekommen. Guck mal. Ja, jetzt natürlich. Seht ihr das? Und das ist mein krummer Nasenrücken hier. Das ist schwierig. Und da versuche ich halt immer, indem ich hier an der Seite einfach noch weiß raufmale, das dann aussehen zu lassen, als ob da meine Nase auch schon zu Ende ist. Ja, ja, seht ihr mal, klappt. Sieht die Nase gleich gerade aus, oder? Toll. Hallo. Du sag mal, wenn dir das gefällt, was ich hier so im Internet verzapfe, dann kannst du mir gern ein paar Euros da lassen auf PayPal. Ich würde mich freuen und send dir einen Kuss. So wie ja viele von euch wissen, ich trinke ja auch in meiner Live-Show Paillette geht immer gerne aus einem großen Glas, nämlich aus einer Vase. Und ich trinke auch zu Hause gerne aus Vasen. Und zwar trinke ich zu Hause gerne aus einem Maßkrug meinen Hagebuttentee. Ich trinke zu Hause ja eigentlich nur Leitungswasser oder halt Tee.
verstehe mal nicht, warum Leute sich so viel Wasser in Flaschen kaufen. Na, ihr wisst, wir haben so wunderbares Leitungswasser hier in Deutschland. Ach, und ich meine, so ein Liter Tee reicht halt auch für 20 Minuten. Jetzt nehme ich nochmal so einen anderen Pinsel hier, so einen weichen Fluffy-Pinsel und werde das nochmal ein bisschen in mein Highlight reingehen und werde das nochmal hier unter den Augen das so ein bisschen abfluffen. Man kann ja nicht frisch genug aussehen ums Auge, nicht wahr? So, nochmal abfluffen, vielleicht hier auch nochmal abfluffen. Und hier oben auch noch. Damit auch meine Zornesfalten nicht so. Neben Licht sieht man halt einfach auch toll aus. Ringlicht macht ja auch sämtliche Poren und Falten weg. Warum gibt es eigentlich noch kein Ringlicht to go, das einen ständig im Gesicht beleuchtet? Aber gut, vielleicht gibt es das auch irgendwann. Dann habe ich was ganz Neues mir abgeguckt. Ich weiß noch nicht so genau, ich werde es noch nicht so toll machen wie viele, viele andere Kolleginnen. Aber ich habe jetzt neulich entdeckt, dass ganz viele, ich habe es entdeckt, für alle, die wahrscheinlich Drag Race alle 500 Staffeln verfolgt haben, ich erzähle euch nichts Neues. Da ich aber auch Drag Race überhaupt gar nicht geguckt habe, es nicht so meins ist und ich mich auch ehrlich gesagt mit so Schminkvideos auch selten befasse, sondern immer halt so bei anderen Drags einfach mir ein paar Sachen abgucke oder selber Sachen ausprobiere, habe ich neulich jetzt auch nach Jahren mal entdeckt, dass sich viele Drags die Nase kürzer und stupsiger schminken. Ich versuche das jetzt halt auch immer. Ich glaube, viele machen das mit Grundierungen und mit so... weiß ich nicht, ich mache es halt auch mit meinem weißen Highlighter, Puder, kompakt, wie heißt das nochmal, trockenruhig. Guck mal hier, da mache ich mir jetzt hier so ein süßes Nasenspitzchen, ja, ist das süß. Und dann kann man nämlich, das habe ich mir abgeguckt, und dann kann man nämlich den unteren Teil der Nase, also da, wo die Nasenlöcher anfangen, und das kann man nämlich dann jetzt hier so dunkel schminken. Glaube ich. Warte mal, es ist auch wirklich, das ist nur learning by doing. Das mache ich noch nicht so lange. Sieht aus wie ein Clown gerade. Aber gut. Warte mal. Naja, weiß ich jetzt nicht so genau. Naja, ich weiß nicht. Jetzt sieht die Nase eigentlich größer aus als vorher. Warte mal. Ein bisschen absoften. Naja, zumindest habe ich jetzt aber so eine süße, so ein, oben nach vorne so eine Nase jetzt. Macht das einfach hier auch alles so ein bisschen braun. Ich habe jetzt auch nicht so eine große Nase. Ach ja, kann man mal machen. Man muss halt nur aufpassen, nicht hier nach unten braun, weil dann sieht man leicht aus wie Hitler. Ich benutze einen Eyeliner und zwar, also normalerweise kaufe ich mir sehr gerne den von Manhattan. Der sieht so aus in so einem konisch geformten Dingens. Den gibt es auch bei Rossmange. Ich mag den gerne, weil es gibt Eyeliner. Der hier hat zum Beispiel, der hat so eine Spitze, das ist so aus, das ist kein Pinsel, sondern es ist eher so eine Art angespitzter Schaumstoff oder irgendwie sowas. Also es ist nicht so dolle flexibel, weil es gibt halt auch so Pinsel und damit komme ich gar nicht zurecht. Von daher kaufe ich gerne den hier von Manhattan Cosmetics. Und dann habe ich aber neulich jetzt hier auch noch so einen anderen Eyeliner bei mir gefunden. Ich glaube, der hat mir Klausi mal irgendwann bestellt. Der hat auch zum Glück so eine Spitze. Ich nehme mal den von Klausi heute. Also was heißt ich ziehe? Ehrlich gesagt, er hat noch nie geschafft, so einen Eyeliner einfach durchzuziehen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich tupfe eher. Jetzt schon wieder keinen Bock mehr. Naja, das Schlimme ist ja auch, je älter man wird, desto mehr hängt ja auch so ein Auge. Und wenn man dann so zieht, dann zieht man immer so die Haut mit den Falten mit und dann kann man gar nicht mehr so schön durchziehen, weil halt man die Haut immer gleich mitzieht. Deshalb, naja, ihr wisst schon. Oh, jetzt habe ich geblinkt. Man darf dabei nicht blinkern. So, und dann lasse ich die Augen jetzt immer ganz, ich mache mal beim Schminken, zieht man natürlich so die Augen hoch. Ich lasse die jetzt immer mal ganz entspannt. So, und dann ziehe ich das. Ja. Weil nämlich, wenn ich so schminke
und das schön ziehe. Und dann lasse ich die Augen aber sacken, weil das mit der normalen Ruhestellung ist ja ein runtergesacktes Gesicht. Dann ist halt der Strich vom Eyeliner ganz anders, als man eigentlich haben wollte. Deshalb immer mit natürlichem hängenden Lid schminken. Zumindest wenn es um diese Außenlinie da geht. Naja, ich muss das auch immer nicht so ordentlich machen, weil ich dann eh nochmal dreimal, viermal rüberschminke mit irgendwas anderem Dunklen. Also ihr seht schon, Eyeliner und ich, wir werden in diesem Leben keine Freunde mehr. Ich mache das halt nur so auch, damit ich so ein bisschen so eine Idee habe, wie mein Auge so sein soll von der Form. Und der Rest, der ergibt sich dann. So, und das lassen wir jetzt erstmal antrocknen und ich gehe mal pullern. Ich liebe Hagebuttentee. Hagebuttentee und Pfefferminztee, die Klassiker, habe ich schon damals als Kind im Kindergarten, gab es immer Tee. Ich bin so konditioniert. Meine Mutter hat auch früher, als ich klein war, immer eine gebrühte Kanne Tee zu Hause gehabt, wo ich den ganzen Tag von getrunken habe. Das ist doch schon mal alles sehr apart. Ich werde jetzt mit dem Lidschatten anfangen. So, und zwar ist das so ein Zweiseitiger. Der ist halt so fürs Gröbere und der ist, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ich muss mir auch ganz, ganz dringend mal neue Lidschattenpaletten kaufen. Jetzt wieder. Tut mir echt leid, dass ihr jetzt alle entzaubert werdet, aber ich habe hier keine riesigen Paletten mit Lidschatten. Ich benutze ganz, ganz viele alte Paletten, so lange, bis sie halt dann auch nicht mehr gehen. Das ist meine aktuelle Lidschattenpalette. Ihr seht vielleicht auch, welche Farben ich gerne benutze und welche nicht. Das ist von NYX Professional Makeup, die Fire Palette. Kann ich euch empfehlen, aber ich glaube auch jeder andere ist genauso gut. Ich werde jetzt einfach mal, oder soll ich mal von diesen neuen, hier, was ich wiedergefunden habe, diese MAC Palette, vielleicht nehme ich da einfach mal was von. Ich probiere einfach mal was aus. Tja, weiß ich nicht, vielleicht hier mal so ein Braun. Ich nehme mal hier so ein Braun. Mal gucken. Ah ja, okay. Und doch ein bisschen mehr. Aha. Das gefällt mir schon mal nicht so gut. Ich nehme doch lieber wieder meine abgefickte. Dann nehme ich hier mal so einen Braun. Ja, damit kann ich arbeiten. Guck mal hier. Und dann, seht ihr, ich male jetzt einfach erstmal vorsichtig mit dem Lidschattenpinsel, der wirklich toll ist, weil der so schön weich ist. Male ich jetzt einfach mal so wild hier dran rum in die Lidfalte rein und guck einfach mal, wie das so wird. Guck mal hier. Also guck mal. Oje. Nee, naja. Ich mag erstmal hier oben weiter. Ja, kann man mitarbeiten. Guck mal, ist schon gleich ein großer Unterschied. Guck mal, wie das Auge gleich sich öffnet. Da öffnet sich wieder das Auge. Sieht doch süß aus. Guck mal hier. Süß. Ganz süß. Ich werde jetzt hier, da wo mein wunderbarer süßer Lidstrich ist, da werde ich mal mit einem feineren Pinsel, warte mal, nehme ich den hier. Das ist so ein feiner Pinsel. Da werde ich jetzt mal versuchen. Guck mal hier. Seht ihr das? Dann male ich jetzt einfach mal hier diesen Lidstrich nach und ziehen so ein bisschen raus. Wie heißt das? Unterer Wimpernkranz, glaube ich. Male ich jetzt auch mal hier so nach. Bin halt auch so eine natürliche. So krasse, ausgeflippte Farben. Ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich traue mich da einfach auch nicht ran. Ich würde vielleicht einfach mal mit einer anderen Kollegin vielleicht mal probieren, was ich auch für andere Farben benutzen kann. Meine gute Kollegin und Freundin Stella Destroy hat ja irgendwann mal gesagt, Jurassica, benutzt doch mal was anderes als braunen Lidschatten. Was der Bauer nicht kennt, macht er auch nicht, sage ich dann immer. Ich bleib bei meinen Leisten. So, um noch ein Sprichwort zu verwursten, mach's auch heute so, wie ich es immer mache. Ihr wollt ja auch wissen, wie das Jurassica-Make-up funktioniert. So. Und da es mir noch nicht dunkel genug ist, ich liebe es, hier gerade hier an der Seite, da brauche ich noch ein bisschen mehr Dunkelheit, dann nehme ich jetzt einfach schwarzen Lidschatten. Der ist, glaube ich, wieder von Kryolan. Auch wieder ein Rest, den ich noch gefunden habe, aber der ist immer noch wunderbar zu verwerten. Nehme ich jetzt den kleineren Pinsel und dann werde ich mir hier noch, guck mal hier,
Dann mache ich, oh, sieht man gar nicht so. Guck mal hier jetzt. Ja? Mal hier am Ende des Auges, das ist noch ein bisschen dunkler, damit das noch ein bisschen kratziger aussieht. Und ein bisschen verführerischer auch. Naja, ja, ja. Guck mal hier, und dann mache ich da ordentlich dunkel. Und dann sieht man nämlich auch gar nicht mehr, wie beschissen ich den Lidstrich gezogen habe. Und dann will ich hier am Wimpernkranz auch nochmal an der Ecke ein bisschen dunkler machen. So, da müsst ihr irgendwie auch dann so machen, wie ihr denkt. Also das, wie gesagt, learning by doing. Oh, das habe ich hier ganz schön gekleckert. Ich hoffe, ah ja, geht aber. Ganz schön gebröselt. Guck mal hier. Aber da sieht man doch schon mal gleich, was das für einen Unterschied macht. Wie mein rechtes Auge jetzt von euch gesehen, das linke Auge, glaube ich, das hat gleich einen ganz anderen Blick. Das ist schon wirklich, also das ist wirklich aufregend. Werde ich jetzt das Scheißauge auch mal machen. Ist für Lidschatten und heißt Concealer Buffer. Ich habe keine Ahnung. Es ist anscheinend wahrscheinlich irgendwas anderes. Ach, ich benutze das wunderbar und sehr, sehr gerne für Lidschatten. Anscheinend ist es eher zum Concealer Buffern, was immer das bedeutet. Naja. Das wäre auch eigentlich schon das Schlimmste, haben wir schon hinter uns. Jetzt nehme ich immer gerne, wenn ich damit fertig bin, nehme ich immer gerne so ein Glitzer. Der ist von Eulenspiegel. Das ist so eine, ja, auch so eine Glitzermarke. Die machen halt ganz viel von so Glitzer. Wie ich schon erwähnt habe, Glitzer. So, dieses Tiegelchen reicht Jahrzehnte, sage ich euch. Ja, also das ist wirklich, das ist, also die 7 Euro sind eine gute Anschaffung. Ich zeige euch das jetzt nicht, wie es im Tiegelchen aussieht, weil das nämlich ein wahnsinnig fluffiger Glitzer ist. Da brauchst du nur einmal reinniesen und dein ganzes Zimmer ist voller Glitzer. Das ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Und dann nehme ich jetzt nämlich meinen kleinen Finger und tunke den da so ein, seht ihr hier. Und dann tupfe ich das mit meinem Finger hier oben so unter die Augenbraue. Manchmal ist nämlich der eigene Finger besser als jeder Pinsel. Guck mal hier. Guck mal hier, das sieht toll aus. Ja, ist jetzt nicht so mega super krasser Drag-Glitzer, aber er macht das alles ein bisschen shiny und ein bisschen hochwertiger. So, ehrlich gesagt, was ich jetzt mache, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich Sinn ergibt oder nicht, aber immer wenn ich dann diesen Glitzer aufgetragen habe, weil der ist halt wirklich sehr, sehr fluffig und überall fliegt jetzt auch gerade so Glitzer in der Luft rum. Und dann nehme ich einfach auch, falls es immer so gut riecht und mich dann so gut fühle, nehme ich halt immer gerne dann nochmal ein bisschen Elmet. Und sprühe das so drauf zum Fixieren. Achtung natürlich, die Augen dabei schließen. Das ist ganz wichtig. Ich habe einmal, ich glaube, da habe ich mich mit der Weinhaus geschminkt. Und wenn die Weinhaus und ich ja zusammen sind, wir sind ja nur am Schnattern die ganze Zeit. Und dann habe ich halt geschnattert und war dann dabei, wieder meinen Glitzer zu fixieren mit Elnett und habe dann aber vergessen, die Augen zu schließen. Ich sage euch, das ist stark unangenehm. Also denkt bitte immer dran, Augen schließen. Und zwar male ich jetzt die untere Lidinnenfalte. Also diese Wasserlinie. Ich glaube, das heißt Wasserlinie. Ja, genau. Die Wasserlinie, die werde ich jetzt nämlich mit einem Kajal verschönern und ich zeige euch gleich, das macht einen riesen Unterschied. Das ist ein Kohl-Kajal. Kurz ein bisschen anspitzen. Der ist auch scheiße und kennt ihr das? Wenn ihr jetzt spitzt und dann bricht der immer ab dabei, das macht mich wahnsinnig. Scheiße. So, düdüm. Da habe ich mir auch schon sehr oft ins Auge gemalt. Das tut auch weh. Schaut mal. Das ist ein Unterschied, oder? Achso, wenn ihr mal sehen wollt, wie mein Arbeitsplatz hier aussieht, wenn ihr auf meiner Seite der Kamera seid, das zeige ich euch jetzt mal. So sieht das nämlich aus. Das ist Glamour pur, besonders mit der Klorolle dort. Da steht nämlich mein iPhone dann drauf. So, jetzt kommen wir auch schon zur Wimperntusche. Da benutze ich wahnsinnig gerne von Maybelline New York The Colossal
100% Black. Ich glaube, von dieser Sorte gibt es ganz, ganz viele verschiedene Produkte. Alle mit dieser Form, aber verschiedene Farben und verschiedenen Namen. Und jeder ist besser als der nächste. Also das finde ich ja auch wirklich. Ich finde, Mascara ist ja auch ein völlig überbeworbenes Produkt. Jedes Jahr gibt es eine neue Art Bürste, eine neue Art Substanz. Und die Wimpern, die werden immer dichter, immer voller, immer schwärzer, immer länger. Und alles wie falsche Wimpern-Effekt könnt ihr drauf scheißen, weil ich bin mir ganz sicher, seit 20 Jahren ist da nichts anderes drin als sonst auch. Und es gerade bei meinen, ich habe wirklich ganz, ganz kleine Stummelwimperchen. Wenn ich da nur keine falschen Wimpern drüber kleben würde, das würde auch nicht aussehen. Also eine Drag Queen braucht sowieso eigentlich, finde ich, immer falsche Wimpern noch drauf. Aber trotzdem werdet ihr jetzt gleich sehen, ich werde jetzt mal auf dem rechten Auge eine Mascara anwenden. Das ist trotzdem dann auch nochmal ein Unterschied wie Tag und Nacht zu dem anderen Auge. Auch hier bitte nicht ins Auge reinbürsten. So, das war's schon. Mehr ist aus meinen Wimpern nicht mehr rauszuholen, aus meinen natürlichen Wimpern. Aber trotzdem, der Unterschied, man sieht den Unterschied. Ne? Das ist dann nämlich genau das passiert, was mir immer passiert beim Scheißauge. Seht ihr, ich habe da oben, habe ich mir an mein Lid dran gepinselt. Wenn ihr mich mal live seht oder wenn ihr mich im Video seht, eigentlich ist da immer so eine Stelle dran, weil ich es nie schaffe, mich da nicht einzupinseln. Jetzt kommen Wimpern. Ich habe, oh Gott, wo sind sie denn? Guck mal hier, die liegen hier noch. Das sind meine Wimpern momentan. Die sind, glaube ich, auch von Kryolan. Huch, Gott, scheiße. Also alle Profis, bitte guckt nicht hin, wie ich sie lagere. Und zwar habe ich da seit einem Jahr benutze ich diesen Wimpernkleber von Duo. Ich habe sonst immer, es gibt von Duo, das ist eine professionelle Wimpernklebermarke. Es gibt von Duo drei verschiedene Sorten. Den hier, der ist angeblich, ist der, warte mal, was steht da drauf? Der ist angeblich, ist der, ach, der ist irgendwie, ach, keine Ahnung, biologisch. Und dann irgendwie ist der auch nicht hypoallergen und bla und blub. Das Tolle ist, ich weiß nicht genau warum, das liegt anscheinend an der chemischen Zusammensetzung. Ist das jetzt die richtige Wimper? Ja. Und zwar den trägt man auf. Und normalerweise muss man Wimpernkleber immer ein bisschen trocknen lassen, bevor man ihn dann ans Auge ransetzt. Und warum auch immer, der hier muss nicht trocknen. Man kann ihn also auf die Wimper streichen und dann sofort am Auge befestigen, was ich wahnsinnig praktisch finde, weil nämlich ich schon ganz, ganz oft Wimpernkleber auf den Wimper raufgemacht habe und dann vergessen habe, dass ich Wimpernkleber auf der Wimper habe. Und dann war er schon so angetrocknet, dass ich ihn nicht mehr anbringen konnte. So, und jetzt klebe ich das hier so rüber. Das ist tatsächlich auch eine unheimlich schwierige Kiste. Ich habe das eigentlich jahrelang nicht hinbekommen. Jetzt suche ich gerade einen Pinsel zum Festdrücken und finde ihn nicht. Das ist sehr, sehr unpraktisch. Jurassica, scheiße. Nehme ich halt den nicht. Ich nehme so eine. Ach, das geht überhaupt nicht. Das ist ja so dick. Scheiße, wo ist denn jetzt mein dünner Pinsel? Ach, geht alles nicht. Ach, Mann. Oh. So eine Kacke. Wo ist denn die Scheiße jetzt? Oh, ich raste aus. Ich raste aus. Ah, hier. So. Ich hoffe, jetzt geht's noch. Und dann nehme ich nämlich so einen dünneren Rückseite des Pinsels und dann kann ich das hier noch so an der Innenseite des Auges so anstupsen. Und hier auch einer so. Mhm. Naja, ist jetzt nicht so toll geworden. Wimpernkleben ist auch wirklich eine Wissenschaft für sich. Wie gesagt, ich habe das wirklich ganz lange nicht gemacht und auch nicht hinbekommen. Und ehrlich gesagt hasse ich es immer noch ganz, ganz stark, Wimpern zu kleben. Aber tatsächlich seht ihr mal, das macht wirklich einen großen Unterschied, ob man eine geklebte Wimper am Auge hat oder eben nicht. Also gerade bei meinen Wimpern. Ja? Und ihr seht ja, die hört jetzt hier auf. Ich würde jetzt hier nochmal, weil ich halt auch eine kleine Schummeltranse bin, würde ich jetzt hier einfach nochmal ein bisschen so schwarze Wimpern aufmalen, damit der Übergang ein bisschen unkrasser ist. Wie sagt man dazu? Gefälliger. So
Ja, oh, scheiße. Naja, ich weiß nicht. Okay, ich war jetzt wieder überambitioniert. Aber es geht schon. Geht schon, ja. Einfach nochmal ein bisschen. Ich finde, schwarz hilft immer. Wenn man irgendwas unsauber gemacht hat, einfach nochmal schwarz drüber. Guck mal hier. Ja, süß. Ich glaube, das Rouge hat mir meine Mutter geschenkt, weil sie es nicht verwendet. Das ist auch von, ach, auch Rival de Loup. Meine Mutter ist auch eine Spartranse. So, guck mal hier. Ne? Aber ich will das einfach nochmal ein bisschen nachbessern. Mit meinem Pinsel für den Highlighter. Und gehe jetzt dann nochmal ein bisschen Highlighter rein und werde jetzt hier unten einfach nochmal so eine Kante ziehen, damit das wieder ein bisschen konturierter hier ist. Guck mal hier. Ne? Kann man gut machen. Und hier oben auch. Jetzt kommt natürlich noch Lippenstift. Jetzt pass auf, ich habe mir neuen Lippenstift gekauft. Auch neulich, als ich mir neue Sachen gekauft habe. Das ist ein Produkt von Catrice Cosmetics. Auch von Rossmange. Und zwar sind das wie so Filzstifte. Die sind wirklich ganz toll, muss ich sagen. Kannte ich vorher noch nicht. Da malst du dir wirklich wie mit so einem Filzstift halt, sagte ich gerade schon, die Lippen drauf. Tatsächlich, muss ich sagen, geht sehr schwer wieder ab. Aber gut, was soll man machen? Ist wie so ein Edding für die Lippen. Und ganz ehrlich, Lippen malen, auch Learning by Doing, das ist auch eine Wissenschaft für sich. Und ich habe jetzt auch eine Lippenform, die ich jetzt immer mache, die klappt, es ist furchtbar. Bei Lippen kann man so viel falsch machen, ich habe da auch keine Tipps. Man muss da sehr behutsam rangehen und lieber erstmal weniger und dann noch ausbalancieren, weil wenn du einmal dich verzogen hast, dann, ach, das ist furchtbar. Oh, ja. Seht ihr jetzt schon, ne? Das ist, ach, das ist zum Kotzen. Also gerade unten kann man ordentlich drüber malen. Ich werde jetzt noch ein bisschen ausmalen. Oh, scheiße. Ach, Kacke. Man kann jetzt, wenn man denn möchte, nehme ich manchmal hier mein Supercolor Highlighter und mache hier in der Mitte noch so einen Punkt drauf. Guck mal, dann ist das noch so ein bisschen 3D-iger. So. Ja, und das war es jetzt eigentlich. Ich glaube, ich bin auch schon fertig. So sieht die Jurassica aus, wenn sie fertig geschminkt ist. Hallo Jurassica, du bist jetzt da. Guck mal, was setze ich jetzt noch für einen Dutt auf? So, den Dutt, den habe ich jetzt gerade neulich, ich habe neulich Großwaschtag gehabt und habe meine ganzen Dutten in der Badewanne einweichen lassen und endlich mal den ganzen Grind rausgewaschen, weil man muss halt auch so Dutten zwischendurch mal waschen, weil sonst fangen die mich stark an zu stinken. Von daher, der ist jetzt wieder noch nicht perfekt wieder gebürstet und aufgetufft und frisiert. So, das war es jetzt auch schon mit dem Schminken. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen und vielleicht machen das auch mal einige nach, die anfangen wollen mit Travestie. Jetzt im Lockdown habt ihr ganz, ganz viel Zeit, Make-up zu lernen und euch anfangen zu schminken. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne ein paar Euro da lassen auf PayPal. paypal.me/JurassicaParker. Und ansonsten folgt mir auf Instagram und auf Facebook und auf YouTube. Und manchmal auch auf TikTok, aber das verstehe ich überhaupt nicht. Und natürlich auf StudiVZ. Und ich freue mich auf ein nächstes Mal mit euch. Bleibt gesund, seid lieb zueinander und bis bald. Bye! Sharing is caring.